Innovationskraft, Mut zur Veränderung, Weiterentwicklung und das nie stehen bleiben sind entscheidende, wenn nicht der entscheidende Faktor, wenn es um eine erfolgreiche österreichische Wirtschaft geht. Wie kann ich die Leute begeistern und auch zu treuen Kunden machen, die mich dann vielleicht im Idealfall auch weiterempfehlen? Und da ist ein Blick von außen sicher oft hilfreich, wo einem dann die Leute, das können Freunde sein oder Kollegen oder Familie, sagen, aber du bist doch der das immer so sieht, macht das doch verstärkt. Die Frau ist aus Österreich, fertig, aus. Und da sehe ich sogar ein bisschen als Vorteil, weil Österreich und Wien sehr, sehr ein gutes Renommee im Ausland haben und auch ein bisschen, na, was heißt ein bisschen, richtig gut für Qualität stehen. Also solche Dinge sind im Online-Bereich keine Hindernisse. Jeden einzelnen Schritt, den der Kunde macht oder machen könnte oder sollte im Prozess vom Service, das einfach mal auf ein Blatt Papier schreiben und zu jedem Punkt sagen, okay, wäre der digital möglich? TikTok heißt nicht mehr nur tanzen. Das hätten wir jetzt gerne gesehen. Nicht nur Tanz-Challenges, sondern es geht sehr stark in Richtung kompliziertere, komplexere Themen auf einer sehr spannenden Art und Weise runterzubrechen. Wir haben einen Plan erstellt, immer wöchentlich, welches Produkt wann vorgestellt wird, dass die Kunden sich auch darauf einstellen können, habe ich Interesse daran oder nicht. Ich bin ein Personal Trainer im Sportbereich. Was ist wichtig? Gibt es einen Moment, wo man sagt, hey, die Schulter, die dir wehgetan hat, wie geht's dir jetzt eigentlich? Oder hast du gut besser geschlafen die letzte Woche, nachdem wir da jetzt gearbeitet haben? Wie muss ich einen Raum gestalten? Wie kann ich ihn digital hybridisieren, dass er wirklich dort einen Wow-Effekt hinterlässt, der die Menschen Lust macht, sich dort auch zu fotografieren? Ihr habt da Produkt, ihr wollt es verkaufen. Und da gibt es eine Dame aus Deutschland, die da in dem Bereich besonders aktiv ist und die euch bestimmt helfen kann. Wenn die nur einmal ein Posting macht mit deiner Marke, na dann explodiert es. Bitte traut euch, versucht es und je mehr ihr reinkommen wird, je mehr werdet ihr sehen, was ihr auch rausholen könnt. Journey, wie finde ich Kunden und wie binde ich diese Kunden dann nachhaltig und langfristig? Und Daten können inspirieren, unsere tägliche Arbeit bereichern und dieses Ziel erreicht man wohl am besten, wenn man einfach, wie schon oft gesagt, das im Kleinen auch ausprobiert. Überlegt euch immer auch, welche Probleme ihr lösen wollt, damit klar wird für eure Konsumenten, was ihr für sie eigentlich tut. Und dazu muss man auch über die Pain Points, über die Schmerzpunkte, über die Konflikte, über die drei Themen reden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diesen Schwung mitzunehmen und die Ermutigung und sich als nächstes vorzunehmen, in den nächsten Tagen schon eines jedenfalls anzugehen, einen Umsetzungsstrang. Kreativwirtschaft, das ist ein wichtiger Teil des österreichischen Wirtschaftsstandortes. Alle Mitglieder der Kreativwirtschaft tragen einen wesentlichen Beitrag bei, dass es uns heute so gut geht. Die unterschiedlichsten Berufe sind vertreten. Innovation, Kreativität und Gestaltertum, das sind die Ingredienzen, das sind die Zutaten erfolgreichen Unternehmertums.